Der Glaube der Menschen an den König der reichen Ernte ist verschwunden. Die Existenz wird angezweifelt. Im letzten Part haben wir von Koronospa noch ein paar Informationen über sein treues Ross sammeln können und werden diese jetzt überliefern. Koronospa. Wisst ihr, er steht einfach hier rum, ne? Sie leugnen die Existenz, machen aber nicht die Klubsche auf. Ha, Expeditionsleiter, mir kam es gerade so vor, als hätte jemand nach mir gerufen. Warst du das? Oh. Das ist nur eine Marionette. Pioni ist nur eine Puppe. Menschenkind, hast du etwas über mein treues Ross herausgefunden? Ja. Du weißt, was mein treues Ross besonders mag? Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. Mit dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein treues Ross herbeizulocken. Worum handelt es sich dabei? Ja, vieles, ne? Der Pullover der reichen Erntemotiv. Also die Zügelsmund, er mag Karotten, ne? Oh, Karotten, sagst du. Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man ihm eine bestimmte Feldfrucht vor die Nase hielt, gab es kein Halten mehr. Es kostete einige Mühe, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Es handelte sich in der Tat um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo auch immer es sich auch gerade auffällt. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf diese Feldfrüchte anbauen. Schon ein einzelner Samen würde mir genügen, um eine Karotte heranwachsen zu lassen. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz 1. Um das treue Ross des Königs der reichen Ernte aufzuspüren, benötige ich seine Leibspeise Karotten. Vielleicht wissen ja die Leute im Freestyle mehr dazu. Moment, der eine hat doch was angeboten. Der Cheffe, hä? Sieht ja fast identisch aus mit dem Bürgermeister, ne? Du suchst also nach Karotten, wie? Da kommst du leider zur falschen Jahreszeit, dafür hätte ich ein paar Karottensamen. Wir brauchen doch wirklich 8 Dünererz? Ich raste aus. Ja, nehmen wir. Wundervoll, vielen Dank. Jetzt muss ich die Brocken Dünererz nur noch im Feld vergraben, damit mein Gemüse riesengroß wird. Hier hast du die Samen, wie versprochen. Päckchen Karottensamen. Ja. Samen, die sich auf einem Feld einpflanzen lassen. Je nachdem, wie dieses beschaffen ist, wächst dort eine andere Karottenart. Aber wag es ja nicht, sie auf den Feldern des Dorfes auszusehen, hörst du? Elektro, ich bitte dich. So, ihr habt geduldig gewartet, das freut mich. Ich hätte es wenigstens so um eine Ecke gemacht, damit man das auch nicht aus der Ferne sieht, was hier geschieht, oder? Das ist so ein kleinen Weg hinter ein Häuschen und dann da der Koronospa immer rumchillt. Naja. Hast du Karotten gefunden, Menschenkind? Wie bitte? In diesem wundersamen Beutel befinden sich wahrhaftig Karottensamen. Ihr Menschen hört wahrlich nie auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer wieder mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeigneten Boden in meinem Schneeland finden? Sag du es mir. Mir kommen 2 Orte in den Sinn. Zum einen gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Okay. Das andere Feld befindet sich indes neben einem Friedhof, wo die Verstorbenen ruhen. Ja, je nachdem, ob man die Eis- oder die Geistform haben möchte. An beiden Orten könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle eines der Felder und sehe dort die Samen. Ich weiß doch nicht, wo genau das ist. Also den Friedhof weiß ich, aber das ist die Eisfläche. Uah. Na nun, letzter Zeit schlafe ich recht häufig draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsbasis die Stellung zu halten. Pass auf dich auf und übertreib's nicht, Expeditionsleiter. Bitte entferne dich. Danke. Du markierst die Lage der 2 Felder, von denen Koronospa erzählt hat, auf deiner Karte. Legendennotiz 1. Nachdem ich Koronospa mitgeteilt hatte, dass ich Karottensamen auftreiben konnte, verriet es mir den Standort 2er Felder, wo die Samen gedeihen können. Eins davon Schnee bedeckt, das andere in der Nähe einiger Gräber. Jetzt muss ich mich nur noch eines entscheiden und die Samen dort aussehen.
Oma, Oma! Die Löcher in die Luft starrt. Singst du mir das Lied vom Rost des Königs, bitte? Ja, aber sicher doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis. Er wählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist. Er hatte die Phantomkarotte verspeist. Ist immer schön dein Gemüse, so wie das Pokémon in dem Lied, hörst du? Mach ich, Oma! Natürlich will jeder das immer von seiner Oma hören, ne? Also, ja, so ein Eisvieh wäre was. Definitiv. Jetzt frage ich mich allerdings schon, wo dieses Feld auch so, also auf der Karte gucken. Wir können auf der Karte so gucken, wo die wären. Ist nicht im Dorf, ne? Das ist, oh, verdammt weit weg. Wollen wir lieber ein Geist-Pokémon oder ein Eis-Pokémon? Das ist halt wirklich eine interessante Frage. Zum Friedhof kommt man relativ bequem. Ich entscheide mich allerdings fürs Eis-Pokémon, sag ich. Ich identifiziere mich irgendwie mehr mit... Ja, was ist identifizieren? Ist mir in der Situation lieber. Keine Ahnung, Bauchgefühl, okay? Außerdem ist es auch faszinierend, ne? Das ist... Trotzdem an der Stelle aufkreuzt. Sag mal, ich höre die ganze Zeit Arktos. Soll man immer hören, aus welcher Richtung er kommt? Aus welcher Richtung er brüllt? Hier ist die Stelle. Man kann ihn dann so verfolgen. Das ist eines der Felder, von denen Koronospa dir erzählt hat. Möchtest du die Karottensamen auf diesem Feld aussehen? Machen wir glatt. Wie ich sehe, hast du eines der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Polarkarotten gedeihen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, liebte mein treues Ross diese Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es dem Typ Eis angehörte. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann. Ich frage dich noch einmal, wünschst du wirklich, die Samen auf diesem Boden zu säen? Jo! So sei es, dann sehe nun bitte die Samen. Buddel, buddel. So ist die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt nur noch die Erde etwas festklopfen. Ausgezeichnete Arbeit, du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nun bin ich an der Reihe, werde Zeuge meiner Kraft. Koronospa! Koronospa! Also. Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Blob. Du hast so viele Samen gepflanzt, aber nur einen konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist. Mir schmerzt das Herz bei dem Gedanken. Schon bald wird mein Klagen jedoch ein Ende haben. Und denn, Menschenkind, setze all deine Stärke ein, um diese Polarkarotte auf den Boden zu ziehen. Aus dem Boden zu ziehen. Ja, mach doch. Also... 1, 2 und hau ruck. Da hältst du die Polarkarotte. Eine Karotte, die auf einem tief verschneiten Feld heranwuchs. Das treue Ross des Königs der reichen Ernte mag sie besonders gern. Das hast du gut gemacht, Menschenkind. Mit dieser Karotte wird es uns möglich sein, mein treues Ross herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch die Zügel des Bundes. Sie verleihen mir die nötige Kraft, um mein treues Ross mit Leichtigkeit reiten zu können. Ich bezweifle jedoch, dass die Menschen sie mir jetzt noch darbieten würden. Und da kommt's auch schon. Polar. Kann es denn sein? Bist du es wirklich, mein treues Polaros? Dieses weiß leuchtende Fell, dieser wilde, ungestüme Galopp, genau wie bei unserer allerersten Begegnung, da werden Erinnerungen wach. Polaros! Offenbar kann es die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten. Die Richtung nach zu urteilen, die es galoppiert ist, könnte es vorhaben, das Dorf nach Karotten abzugrasen. Sollte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, da ist Freestyle in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Let's go, Koronospa.
Du vermerkst den Stand der Dinge in Legendennotiz 1. Dank Koronospas Kraft ist eine Polarkarotte aus den Samen gewachsen, die ich auf der schneebedeckten Feld gesät hatte. Zwar lockte der Duft der Karotte Polaros an, doch dann stürmt es geradewegs in Richtung Freestyle. Nix wie hinterher, wir klappern die Story ab, wa? Wie bändigen wir ihn? Mit den Zügeln, ja. Aber die Leute glauben doch nicht einmal dran. Da steht's. All diese Menschen sind in Gefahr, doch in meinem Zustand kann ich nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Menschenkind, hilf den Bewohnern von Freestyle. Und das, obwohl sie dich nicht mehr kennen. Yo, hi! Ey, warte mal. Polaros! Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ja, sieht mir... Polaros! Oder wie Polarkarotte abgesehen. Ja, dann gib's doch einfach. Dann gib doch einfach rüber. Ich wünsche, ich könnte ihn fangen, aber storybedingt dürfte es wohl überhaupt nicht funktionieren. Tun wir das einzig Vernünftige in der Situation und wechseln zu Monte Carbo. Viele Eis-Pokémon haben auch den Typ Wasser in sich, aber Polaros sieht nicht so aus, als hätte er irgendwie noch Wassereigenschaften, sondern ist einfach nur vereist. Epische Musik, muss ich sagen. Jetzt werde ich dir den Brandstempel aufdrücken. Oh, ich hätte mehr erwartet. Werden wir doch mal sehen, was es bringt. Dann ausbrennen. Jo, schon deutlich besser. Da sind wir jetzt nicht mehr von Feuer, ne? Eine Eigenschaft, die ich ungern aufgegeben hätte. Aber der Beulenhelm, richtig, Freunde. Ich bin ein Beulenhelm-Freund, muss ich euch sagen. Brust! Ihr merkt, ich hab Spaß. Ich hab Spaß am Polar. Nospa. Polaros! Okay. Ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Aber es kommt mir vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Was haben wir denn hier? Ein Strähne helles Rosshaar. Ein Haarsträhne von Polaros, dem treuen Ross des Königs der reichen Ernte. Sie ist robust und biegsam. Werter Gast, wie können wir dir jemals für diese Rettung danken? Was macht so ein ungestümes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das treue Ross des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Na nur, was denn los? Ist doch nicht über helles Rosshaar. Im Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat erblühen lassen, in solches Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Zügel des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbinden. Meine eigenen Vorfahren praktizierten die Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Und ja, ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen. Auch die Fertigungsmethode ist mit der Zeit in Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lang genug über Ammenmärchen gefachsimpelt. Ich sollte mir wohl besser Gedanken darüber machen, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für die Hilfe eben.
Ja, aber der Ablauf der Story ist interessant. Jetzt können wir die Zügel selbst herstellen. Aus dem Rosshaar. Ja, wenn wir wissen, wie es geht, ne? Ja, Arktos, was machen wir mit dir? Jo, red mit ihm. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Ich sag mal so, wir brauchen eine Blume, ja? Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume, eine Blume. Aber natürlich, ich nehme an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, dass ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich auf diesem Irrtum nun aufgesessen? Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endlos langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume zu erblühen zu lassen. Aus dem Nichts, oder was meinst du? Coronus Paronus. Das ist für dich, Menschenkind. Wir haben das Kronblatt, Albert. Ein Blütenblatt, das du vom König der reichen Ernte erhalten hast. Es strahlt ein sanftes Licht aus. Wie erwartet, ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Zügel herstellte, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Was sagt er noch? Dann erkunden wir im Dorf und fragen mal rum, wer das könnte. Ganz kurz hier gucken, wer da wohnt. Hi. Tschüss. Die hat ja andere Probleme, ne? Das ist ja... Es wohnen halt auch nicht viele Leute hier. Schön waren in Freestyle. Bist doch wieder du gemeint. Ich habe gesehen, wie du mit allen Leuten hier im Dorf gesprochen hast. Bist wohl ein geselliger Junge, was? Naja. Die Zügel des Bundes, soll die nicht die Familie des Bürgermeisters für Generationen hergestellt haben? Sag das doch gleich, Freunde. Wie der einfach auf dem Hügel wohnt. Oh, na wenn das nicht der Retter unseres Dorfes ist, bist du wegen der Bücher hier? Diesmal nicht. Wie bitte, du willst, dass ich Zügel des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zur Zeit meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich bezweifle, dass du die hast. Doch, die habe ich. Ich glaub mich lost, ein Chimpep. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es dem König der reichen Ernte ebenfalls wirklich... Nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Zügel des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitung aus dem alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mir natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Reichst ein Bürgerhaus, ja, dem Bürgermeister das Kronblatt und das helle Rosshaar. Man, ich mache ja nichts anderes als vorlesen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist es an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wiederzubeleben. Das Funkeln in den Augen, Werkel, Tüftel. Das war ein absoluter Einfall.
Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Zügel braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an, es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister! Als ob. Es gibt Notfall. In meiner Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oje, auch das tut mir leid. Ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach, du bist ja auch hier, Expeditionsleiter. Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Die Sache ist die. Das ist alles. Ich brauche also nur einen Strick, ja? Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und ein Rosshaar. Was stelle ich jetzt mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht in Hadamene, so ist recht. Boah, Alter, muss mir echt die Methode quäkend verklickern? Naja, mir soll's recht sein. Also dann ran ans Werk. Und fertig, ist okay so. Du hältst die Zügel des Bundes. Als ob, Mann! Zügel gewoben aus Stoff, der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Einst schenkten die Menschen sie dem König der reichen Ernte als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Unglaublich, entgegen meiner Erwartung sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Tja, dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdeckerset, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Wie dem auch sei, jetzt hast du die Zügel des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Okay. Dann müssen wir jetzt unser Ross suchen, ne? Einmal mehr würde er uns bestimmt jetzt empfangen, unser... Okay, nee. Weißt du was? Ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen, aber es kam nur altes, eiskaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen und zwar Splitterfaser. Menschenkind, war die Herstellung der Zügel des Bundes von Erfolg gekrönt. Und ob? Ach, welch wundervolle Neuigkeiten. Auch ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Polaros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. So sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden, doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen, etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Zügel des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Ja, extrem mega praktisch, dass ich das einfach schon erkundet hatte. Dass wir da jetzt hinfliegen können. Mit dem Kronblatt von Koronospa sowie das Menenhaar, das ich im Kampf gegen sein treues Ross errungen hatte, gelang es, die Zügel des Bundes herzustellen. Nun muss ich zum Kronentempel gehen, der Schlafstätte des treuen Rosses, um dort Koronospa zu treffen. Machen wir sofort, Alter, kein Problem. Das habe ich vorweggenommen in Part 3, ne? Immerhin. Kronentempel. Weiter geht's. Ob Arktos auch in der Nähe ist? So, ihr Lieben. Peony auch direkt am Start. Ihr seid ja schneller als ich. Ist ja verrückt. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel diente mir einst als mein Zuhause. Poleros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich für meine verlorenen Kräfte zu verhöhnen. Oh, die Zügel des Bundes. Du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir von Herzen. Du überreichst Koronospa die Zügel des Bundes. Ach, dieses Gefühl, sie in den Händen zu halten, die Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Polaros ist ein sehr stolzes Pokémon, manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kraft die seine übersteigt. Ich werde die Zügel des Bundes dazu nutzen, um mir meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenkind, es ist an der Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege hierzu die Polarkarotte in den Korb, der sich in deiner Schlafstätte befindet. Ja,
Wir legen die Polarkarotte in den Korb. Ist ja ein ganz schöner Oschi. Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nähert sich niemandem freiwillig, den es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Ja, aber absolut kein Problem, ne? Schwarzer Bildschirm. Überbrückt die Ladezeiten. Daumen hoch oder Daumen runter, die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao!